Hallo Freddy, bist du gut auf dein 1000-Kilometer-Rennen am Nürburgring vorbereitet? Glücklicherweise brauche ich keine 1000 Kilometer fahren, sondern nur 3 Stunden, aber ich bin bestens vorbereitet. Nach so einem Anlass sowieso. Du unterrichtest ja auch Hobbyrennfahrer. Wie kann man sich da anmelden und wie kam es überhaupt dazu? Ich habe früher viel als Instruktor gearbeitet. Das war auch sehr lehrreich für mich, ums Fahren zu lernen. Und ich habe so viel Freude am Fahren, dass ich den Leuten das gerne beibringe. Und wir haben solche Track Days auf Rennstrecken. Das ist unter wirtsmotorsport.ch. Bitte anmelden. Und da kann ich mit den Leuten im Prinzip das Fahren erlernen. Oder ich kann den Leuten das Fahren erlernen. Ich setze mich auf den Beifahrersitz, versuche denen mitzubringen, auf was sie achten sollen. Und damit sie schnell und vor allem sicher unterwegs sind. Das ist ja richtig toll. Das heißt, ich kann mich auch anmelden mit meinem Audi A3 und Vollgas geben? Auf jeden Fall. Also noch so gerne. Auch Damen sind willkommen. Das ist für mich immer noch viel, viel schöner. Ich weiß nicht, meistens habe ich bei den Frauen sogar weniger Angst, weil die sind sehr viel anständiger. Das wäre mal was. Muss ich mir merken. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Und was sagst du zu den diesjährigen Kandidatinnen? Wow. Sehr viele, sehr schöne Frauen dabei. Richtig schwierig. Ich bin manchmal etwas verwirrt. Ich weiß manchmal wirklich nicht mehr, was sagen. Aber die Beste wird gewinnen. Es wird ziemlich schwer und eng werden. Hast du eine persönliche Favoritin? Leider mehr als eine, aber das darf man in einer monogamen Gesellschaft nicht sagen. Also es bleibt spannend. Ich freue mich, du freust dich. Es ist ein toller Abend und viel Spaß noch und vielen Dank. Danke sehr und viel Glück allen. Gute Fahrt.